Hi, hi und guten Morgen. Ja, vielleicht hast du schon gelesen in dem Titel. Ich möchte ein paar Gedanken mit dir teilen, wie die Vorstellung von dem, wie wir denken, Dinge müssen sein, damit wir ein bestimmtes Ziel erreichen können, uns absolut lahmlegt, in den Verzug bringt und einen riesengroßen Stress aufbaut. Seit Bruce Lipton wissen wir ja, dass Stress unsere ganzen Zellen manipuliert, aber leider nicht im guten Sinn, und unser Immunsystem dazu bringt, nach unten zu fahren, nicht mehr gut zu funktionieren und dadurch Krankheiten Zugriff auf uns haben. Ja, Stress gilt es zu vermeiden, aber wir kreieren uns Stress und zwar in unserem netten, hübschen Verstand und was den ganzen lieben langen Tag. Und wir fangen ganz früh damit an. Vielleicht kennst du das auch, erinnerst dich aus deiner Kindheit daran, dass du dir überlegt hast, dass du dein Umfeld gescannt hast, dass du geguckt hast. Ganz logisch, du wolltest wissen, wie die Dinge verstehen. Du hast eine Freundin zum Beispiel gesehen. Die Freundin ist gut in der Schule. Dir fällt es nicht ganz so leicht. Du hast keine Strategien, du hast keine Vorstellung, wie das denn so geht. Das hat dir auch keiner gelernt oder mitgegeben. Und du siehst nur, das sind Kinder, die sind gut in der Schule und das sind Kinder, die sind nicht gut in der Schule. Und dann möchtest du herausfinden, wo ist der Unterschied oder was ist zu machen, damit ich auch gut in der Schule bin. Bei mir war das so ein konkretes Beispiel. Ich hatte eine Freundin und die war super gut in der Schule. Und dann habe ich geguckt, ja, was hat denn die, was ich nicht habe? Und dann habe ich gesehen, die hat eine Brille. Wenn man eine Brille hat, hat mein kleiner Verstand gedacht, wenn ich eine Brille habe, dann bin ich auch intelligent. Oder dann kann ich auch leichter lernen oder dann kann ich auch besser gute Noten machen. Also hat sich das in meinem Unterbewusstsein festgesetzt, weil ich diesen Rückschluss, diese Überzeugung hatte. Und ja. Keine kurze Zeit später habe ich meine Eltern dazu gebracht, dass sie mich zum Augenarzt bringen. Und er hat natürlich festgestellt, dass ich eine Brille brauche. Ja, und dann hatte ich eine Brille. Und damit habe ich mir die Legitimation erteilt, auch zu lernen. Es lag ja am Lernen. Eigentlich lag es daran, ja, du musst richtig lernen. Aber das habe ich nicht verstanden. Weil mein kleiner Verstand hat gedacht, aber du kannst nicht einfach nur so lernen. Irgendwas anderes muss mit dir falsch sein. Und dann hat er das Umfeld gescannt und hat gedacht, wenn du ein gutes Kind bist, dann hast du eine Brille. Pa. Meine Augen haben natürlich total darauf reagiert. Der Augenarzt hatte nichts anderes, als festzustellen, dass sie eine Brille braucht, weil ich ja eine Brille wollte. Und so funktionieren wir, seitdem wir wirklich denken können. Wir sind so darauf gepolt, unser analytischer Verstand ist so darauf gepolt, deswegen ist er ja auch ein analytischer Verstand, das Bekannte herzunehmen und dann Rückschlüsse zu ziehen, Sachen in Verbindung miteinander zu bringen, damit wir irgendwo verstehen, wie das geht und uns die Erlaubnis geben können, das zu haben, was wir eigentlich wollten. So, jetzt ist es natürlich super kompliziert, aber wir sind das gelernt, wir haben das gelernt, wir machen es immer so. Und diese Geschichte bringt uns in wahnsinnigen Stress. Nummer eins, du bist die ganze Zeit am Gucken und am Analysieren. Gucken, analysieren, bewerten, Rückschlüsse draus ziehen. Ich in meinem Betriebswirtschaftsstudium habe das auch gelernt, dass das genauso ist, oder? Du tust erst die ganze Situation analysieren. Dann schaust du dir die Zusammenhänge an, dann suchst du dir Ziele und dann baust du natürlich deine Gleichung anhand dessen,
was du gelernt hast, wie die Zusammenhänge denn richtig sein wollen, baust du dir dann einfach neue Zusammenhänge und glaubst, dass du so Ziele erreichst. So machen wir das überall in unserem ganzen Leben. Wir wissen zwar so einigermaßen, was wir wollen, aber wir machen Umwege. Die ganze Zeit. Ja, okay, ich sage es jetzt einfach mal so, ich möchte viel Geld verdienen. Das ist ja in aller Munde. Ich will viel Geld verdienen. Okay, dann gehe ich mal dahin und sage, was brauche ich denn alles dazu? Was muss denn alles erfüllt sein? Aus meiner Sicht natürlich, aus meiner privaten Sicht, persönlichen Sicht, aus der Sicht meines Umfeldes, das natürlich meine Sicht wiederum spiegelt. Okay, was muss alles erfüllt sein, damit ich viel Geld verdienen kann? Dann komme ich mit einer riesengroßen Liste an Anforderungen. Das und das und das und das und manches erfülle ich und manches erfülle ich nicht. Und dann nehme ich die Sachen, die ich nicht erfülle, raus und dann sage ich mir, okay, Wie kann ich diese Sachen jetzt alle erfüllen? Ah ja, ich brauche hier noch eine weitere Ausbildung. Ah ja, eine Fremdsprache fehlt mir ja noch dazu. Ah, und hier, und das geht so weit ins Detail wie, oh, ich brauche eine Webseite oder kann ich ja nicht. Und all diese Anforderungen, die ich dann scanne, und dann irgendwann mal wird mir das so zu viel und so zu stressig, dass ich sage, ja, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich erfülle die Anforderungen nicht. Aber wer hat denn dieses ganze Paket an Anforderungen erfüllt? Das hast schön du erfüllt. Jeder erfüllt sich das selber. Ja, aber die anderen denken das auch oder die Gesellschaft. Und man lernt ja, man muss ja das haben, man muss ja das können, damit. Aber was ist, wenn das gar nicht stimmt? Was ist, wenn du eiskalt eine Abkürzung nehmen kannst und sagen kannst, ich will das und ich habe alle Anforderungen, ich erfülle alle Anforderungen, um das haben zu können, was ich möchte, den Erfolg oder das Geld oder die Gesundheit. Es ist alles per se in mir. Dieses ganze Anforderungsgerüst, diese riesengroße Excel-Tabelle mit Plus und Minus. Ich meine, ich habe Betriebswirtschaft studiert, ich war Business Consulting, ich weiß, was SWOT-Analysen sind und sonstige Analysen. Ich kann es dir ganz genau sagen, aber ehrlich, wenn ich mal weiß, wie Quantenphysik funktioniert, wenn ich mal weiß, wie unser Universum wirklich funktioniert, dann brauche ich das gar nicht. Dann brauche ich das gar nicht, weil dann weiß ich, ich bin mit allem ausgestattet, damit ich alles das haben kann, was ich möchte, was mich glücklich macht. Weil ich möchte ja die ganzen Sachen, möchte ich ja sowieso nur haben, damit ich mich wohlfühle, damit ich glücklich bin, damit ich zufrieden bin. Deswegen will ich ja Geld, deswegen will ich ja Erfolg, deswegen will ich ja Gesundheit. Ich will das ja alles nur, um mich auf irgendeine Art und Weise dann nachher zu fühlen, weil ich glaube, ich fühle mich dann so. Aber es geht viel einfacher und es geht auch deswegen viel schneller und es geht ja auch viel stressfreier, wenn wir endlich akzeptieren, dass es gar keine Bedingungen gibt, sondern dass es nur darum geht, bedingungslos dir die Erlaubnis zu geben, das zu haben, das zu sein, was du sein möchtest, weil es sich gut anfühlt. Das ist deine einzige Bedingung, warum du Dinge tun solltest, weil sie sich gut anfühlen, weil sie sich glücklich machen. Und dann wird es einfach, dann wird es stressfrei und dann wird es schnell. Dann kannst du nämlich, ich habe Lust, ein erfolgreiches Business zu haben. Ich habe Lust, viel Geld zu verdienen. Okay. Wunderbar. Und dann fragst du nur noch, was ist der nächste logische Schritt? Worauf habe ich Lust? Was will ich denn haben? Wie will ich es denn haben? Und dann bringst du dich in diese Schwingung, dann bringst du das in dieses Gefühl, dann bringst du dich in die Situation, wo du das schon hast. Dann denkst und fühlst du so von dieser Situation heraus, in der du gerne sein möchtest, in der du dich wohlfühlst. Und wir haben so ein easy Frühwarnsystem in unserem Körper. Wenn du dich nicht wohlfühlst, wenn es sich gerade nicht gut anfühlt, dann bist du nicht dort, wo du sein willst. So einfach ist es. Dann bist du nicht dort, wo du hin möchtest. Aber nicht, weil du irgendwelche Anforderungen nicht erfüllst oder irgendwelche Dinge nicht könntest, sondern einfach, weil du dich emotional und denkmäßig noch nicht in diesen Zustand versetzt hast, in dem du sein möchtest, um dich wohlzufühlen
Oder um dich wohlzufühlen mit viel Geld oder um dich wohlzufühlen mit einer tollen Gesundheit. Und wenn du das annimmst, dann hörst du auf, dich zu kritisieren. Dann hörst du auf, dich zu stressen. Dann hast du einen ganz anderen Ausgangspunkt. Und zwar ist dieser Ausgangspunkt: Cool, ich habe alles, was es braucht. Ich muss nur entscheiden, was ich will. Und es braucht keine Bedingungen, sondern es braucht nächste logische Schritte. Und zwar für mich individuell. Ich muss kein Speaker sein, ich muss kein Held sein, ich muss kein Star sein oder was weiß ich nicht was. Ich brauche diese ganzen Bezeichnungen überhaupt nicht, sondern ich bin jemand, der glücklich und zufrieden ist und finanziell frei und gesund. Deswegen sage ich, mein neues Credo ist: Finde heraus, wer du wirklich bist und werde gesund und finanziell frei. Logisch musst du tun, aber den nächsten logischen Schritt und nicht Anforderungen erfüllen, weil die auf deinem Anforderungsprofil stehen. Und du musst auch keine Anforderungen oder sonstige Bedingungen abarbeiten, sondern du musst einfach sagen, aus dem Wissen heraus, aus dem Anziehen von dem, wie will ich es haben, was ist der nächste logische Schritt für mich? Wenn ich jemand bin, keine Ahnung, ich greife die Sterne hoch, ich bin eine Multimillionärin, die ganz, ganz viele millionenfach Leben leichter macht und verändert und dazu beiträgt, dass Leute gesund sind. Was ist der nächste logische Schritt? Da muss ich für mich persönlich und du für dich persönlich einfach herausfinden: Klar, wenn ich das bin, wenn das meine Mission ist, weil sich das gut anfühlt, was mache ich denn dann? Wie helfe ich denn dann? Wie kommuniziere ich denn dann meine Message? Wie bringe ich das? Wie unterstütze ich die Leute? So, und bei mir ist jetzt einfach der nächste logische Schritt gewesen, nach der ganzen 1:1-Coachings und so weiter, die ich gemacht habe: Ich möchte eine Akademie machen. Und zwar möchte ich die Leute dabei unterstützen, dass sie mit Leichtigkeit, aber klarer Konsequenz ihre Ziele verfolgen, ohne Stress, ohne sich kaputt zu machen, ohne zu sagen, ich kann das nicht und das fehlt mir noch und das. Und jeden dazu bemächtigen und zu sagen, egal wo du jetzt bist, wenn du das eingibst, wo du hin willst, wie in einem GPS, gibt eine Straße dahin, die für dich genau die richtige Straße ist, die vielleicht noch niemand anders vorher so begangen hat, die vielleicht niemand anders so umgesetzt hat, weil es noch niemand anders gab, der so ist wie du. Und deswegen gibt es keine allgemeingültigen Richtlinien oder Schritte, die du befolgen musst, eine Reihenfolge, wie es gemacht werden muss. Jeder kann es so machen, wie es für ihn stimmig ist. Und jeder kann auf seine Art und Weise zum Erfolg kommen. Und je weniger du Bedingungen da reinlegst, Anforderungen für dich, Vorstellungen, wie Dinge sein müssten, damit umzu, desto schneller geht's. Dann machst du es einfach. Und wenn es vor dir noch niemand so gemacht hat, aber du tust es und du schaust dich nicht mehr um und sagst, ja, wie machen es denn die anderen? Du kannst dich inspirieren lassen, aber du darfst dir jedes Mal die Erlaubnis geben, es so zu machen, wie es für dich richtig ist, weil es fühlt sich für dich richtig an und dann kommst du mit deinen Schritten, mit deinen Maßnahmen zu deinem Ziel. Wie ist es denn, wenn es so einfach sein darf? Wie ist es denn, wenn wir den Stress loslassen dürfen und einfach sagen, oh mein Gott, ich muss gar nichts machen, ich muss nicht Computerprogramm lernen, ich muss da gar nichts. Ich mache die Dinge, die mir Spaß machen, weil sie meine Leidenschaft sind, weil ich da Lust drauf habe und wenn ich was Neues lerne, weil ich es cool finde, weil ich begeistert bin und nicht, ja, das muss ich. Ja, das muss halt so. Es gibt immer einen anderen Weg und zwar den Weg deiner Begeisterung, deiner klaren, reinsten, höchsten Begeisterung. Und unterwegs wirst du vielleicht Dinge lernen, die man aus Business-Sicht meint, dass man die machen muss und tun muss und dass die gut und richtig sind. Logisch, aber wann die zu machen sind, das entscheidest du schön brav selber aus deiner Leichtigkeit heraus und aus der Überzeugung heraus, dass alles, was du brauchst, da ist, in dir schon da ist. Und wenn du es von woanders brauchst, weil du es selber nicht kannst, dann ist es eben auch schon da und für dich in absolut greifbarer Nähe. Und so wird es doch einfach. Und
wir stressen uns so kaputt und verbrauchen so viel wertvolle Lebenszeit, um uns müde zu reiten, um irgendwelche Vorstellungen zu erfüllen. Und was bringt uns das? Probieren wir es doch mal auf eine andere Art und Weise. Probieren wir es doch mal auf eine schnelle Weise. Probieren wir es doch mal auf eine einfache Weise. Probieren wir es doch mal so, wie es wirklich funktioniert im Quantenfeld. Und wer Lust hat, es auszuprobieren auf diese leichte Weise. Und klar musst du tun, aber du merkst gar nicht, dass du tust, weil du so begeistert bist, weil das dir so Spaß macht. Du gehst nicht durch die Welt und sagst, oh mein Gott, und das muss ich machen und das muss ich machen, sondern du machst nur noch das, was dich begeistert. Und wenn du Sachen hast, die dich nicht begeistern im Moment, dann bringst du dich dazu, das irgendwie anders erledigen zu können oder eine Begeisterung zu finden dafür. Und das müssen wir lernen, weil das hat uns niemand beigebracht. Und wenn du dich dafür interessierst, schau einfach auf meiner Homepage vorbei, mywellfeeling.com. Da siehst du, I Rock My World Academy. Und vielleicht ist es was für dich. Ich bin mir ganz sicher. Ich als Hardcore Business Consultant kann dir sagen, ich glaube gar nichts mehr, was ich jemals gelernt habe. Weil es hat mich nicht dorthin gebracht, wo ich sein wollte, sondern die Dinge, die ich jetzt weiß über das Leben, über die Quantenphysik, nenne es Gesetz der Anziehung, ich sage über die Schöpfung, über mein Schöpferdasein, über das, was ich wirklich bin, was ich hier alles erreichen kann auf dieser Welt mit dem, was mir mitgegeben worden ist, wenn ich es richtig einsetze, dann funktioniert es einfach anders, als wir bis jetzt immer dachten. Und wer kommt mit? Alles ist möglich, unbegrenzte Möglichkeiten, no limits, einfach ist es. Und überlegst dir mal, was ich gesagt habe, wenn du jetzt erst dazugekommen bist, schau dir unbedingt das Replay an, sag mir deine Meinung, weil ich habe mich selber so kaputt gemacht mit diesem ganzen Stress, dieser ganzen Verantwortung, dieser ganzen Angst, dass ich andere Wege suchen musste, weil so konnte ich nicht mehr weitermachen. Und es gibt andere Wege. Und ich wäre so froh gewesen, hätte es mir einer gesagt. Und deswegen sage ich es euch jetzt. Also, schönen Tag noch. Bye bye.